Hallo und herzlich willkommen bei der heutigen Daily Challenge hier bei Rayman Legends. Es geht ins Land der wandelnden Seelen und wir müssen ganze 1456 Meter schaffen, was eigentlich bei einer Normal-Challenge ja recht normal ist. Dennoch muss ich sagen, um halt eben in die Top 10% kommen, müssen wir heute schon ein bisschen was leisten. Also es sind ein paar kleinere Stellen, die doch ein bisschen gemein sind. Und gerade auch für Anfänger sind auch ein paar Sachen drin, wo man nicht so denkt. Beispielsweise hier, da gleich an den Propeller denken, ist für jemand, der das Spiel zum ersten Mal oder so spielt, halt eben auch recht ungewöhnlich. Und ja, kann man auch manchmal vergessen, kann manchmal drin sein. So, es ist nicht mein schönster Besuch, muss ich gleich vielleicht dazu sagen. Das heißt, ihr seht vielleicht an ein paar Stellen, es ruckelt manchmal ein bisschen im Bild. Und ich weiß nicht, was heute mit meinem PC los war. Er hat im Hintergrund noch ein bisschen gerendert. Das hat natürlich ein bisschen das Spiel getrübt. Aber ja, es ist trotzdem ein netter Versuch draus geworden. Und ja, ich bin mit den unter 10% eigentlich auch ganz zufrieden. Ja, schauen wir uns das Ganze aber trotzdem hier nochmal an. Hier auch nochmal kleiner Sprung, großer Sprung. Es kommen einige solche Sprungkombinationen kommen hier dran. Hier hat es den H-Dragon 94 verspult. Kann am Anfang natürlich auch schön passieren. Gut, wir sind schon bei der 600 Meter Pause, bekommen hier schon wieder das große Minenfeld und haben hier einen großen Sprung, kleiner Sprung, großer Sprung, großer Sprung und jetzt nochmal zwei kleine, auch nochmal zwei kleine, da springe ich sogar dagegen und hier nochmal ein großer Sprung. Hier wieder drei kleine, noch einen kleinen hinterher mit einem Schlag und ja, dann geht es schon hier weiter. Auf die nächsten Sprünge. Hier über die beiden drüber. Weiter in die Reihe. Und wir sind schon bei 900 Metern. Und bekommen auch die 900 Meter Pause entsprechend. So, es zieht ein ganz klein wenig an. Wir bekommen jetzt hier wieder die Seilspielchen. Und einmal hier die Ringe. Die kennen wir auch sehr, sehr gut. Hier beschleunigen wir ein bisschen die Geschwindigkeit. Gehen weiter auf den nächsten. Und ja, hier wieder mit Beschleunigung einmal durch die Wand und weiter auf die Seite. Die haben mich echt aufgeregt, dass sie so viele von denen irgendwie per Zufallsgenerator einbauen ließen. Ja, sind bei 1200 Meter und langsam müssen wir uns jetzt ein bisschen konzentrieren. Kleiner Sprung, hier Absprung nach unten, wieder hier beschleunigen, noch einmal drüber, kleiner Sprung drüber und das zweite Mal dieses hier. Drüber und wenn wir jetzt den hier sehen, gleich drauf über die Planken. Hier nehme ich ein, lasse ich abbremsen. Einfach aus dem Grund, wenn wir hier zu viel Schwung drauf haben, rennen wir über die beiden Bumper drüber. So, hier drunter, wir sind weiter, einmal drüber, hier runter, rüber auf den nächsten und hier schlage ich zu früh durch. Aber 1704 Meter, ach, 10 cm hätten gefällt, um den guten Bank 25 noch zu schlagen. Naja, aber 1704 Meter ist trotzdem ein schöner Wert. Schauen wir in die Statistik, wir sind Platz 22 von 369. Also, ja, ist ein schöner Platz. Den kann man eigentlich lassen. Ich danke dir vielmals fürs Zuschauen. Wie viel wär's denn gewesen? 1940. Ah, herzlichen Glückwunsch an den guten Aberla de Luz. Und ja, wir sehen uns morgen zu einer neuen Runde hier bei Rayman Legends. Ich danke dir fürs Zuschauen und bis morgen. Ciao, ciao.